Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Dienstag, dem 14. April, hier beim JFD Devisenradar. Und wir wollen uns heute mal den Euro gegenüber dem britischen Pfund anschauen, auch als Chummer bekannt. Und wir hatten hier in der vergangenen Woche eine Analyse vorgestellt, am Freitag, um konkret zu sein, nämlich hier der saisonale Short auf dieses Währungspaar. Warum saisonal Short? Weil dieser eben in den vergangenen 10 Jahren hier gerade mal 2 Verlustjahre aufwies und ansonsten im Zeitfenster vom, da gehen wir hier direkt nochmal drauf ein, vom 12. bis zum 21.05., also roundabout 40 Handelstage plus, minus, hier dazu neigt, eine fallende Tendenz aufzuweisen. Ganz genau, eine fallende Tendenz vielmehr, die sich hier entsprechend in einer solchen möglichen Equity-Kurve darstellen könnte. Und wenn wir uns hier nochmal die letzten 5 Jahre betrachten, dann sehen wir eben hier, dass es einzig im Jahr 2013 nichts wurde mit dieser saisonalen Statistik, also im Sinne dessen, dass hier der Markt praktisch fällt, also der Euro gegenüber dem britischen Pfund, in dem Zeitfenster vom 10., 12., 4. bis eben hier 21.05. eine fallende Tendenz aufweist. Blau ist hier praktisch die saisonale Tendenz seit dem Handelsjahr 2009, aber auch wenn man das eben genau zurückführt für die letzten 10 Jahre, ergibt sich im Prinzip eben hier einzig, dass es ja im Jahr 2005 und im Jahr 2013 hier eine Verlustphase gab. Ansonsten sehen Sie hier im Schnitt die Bewegungsimpulse und die waren eben dann hier als solches im Sinne dessen, dass der Markt viel positiv ausgerichtet. Also Euro-Britisch Pfund und er entwickelt sich tatsächlich genau so, wie man sich das vorstellt. Wir schauen mal hier auf den Tageschart der damaligen Analyse, hier im aktuellen Update sozusagen. Und zwar wurde hier präferiert, dass mit einem neuen Mehrwochentief unterhalb von 0,7220 praktisch die Verluste eingeleitet werden könnten. Also hier praktisch ein Startschuss als solches möglich werden dürfte. Und wir haben hier gestern mit einer enormen Euro-Schwäche hier wieder mal einen Schlag obendrauf bekommen. Und jetzt haben wir genau dieses Niveau unterschritten, beziehungsweise vielmehr gestern eben schon. Und jetzt deutet sich hier im saisonalen Kontext eine Abwärtskorrektur an, die sich hier entsprechend weiter fortsetzen könnte im Sinne des saisonalen Umfelds. Der Stopp ist hier ein Stück weit, empfehlenswerterweise ein Stück weit höher gesetzt worden, als dies hier die saisonale Statistik vorschlug. Also Sie sehen es hier, 165 Pips eben hier oberhalb des letzten Verlaufshochs. Denn hier statistisch interessant, dass sich hier der größte Verlust während des Zeitraums bei 137 Pips bewegte und der durchschnittliche Wert bei 54 Pips. Also sind wir hier deutlich über die durchschnittlichen Verlustmarken hinaus angestiegen, um dem Trade möglicherweise, wer ihn denn machen wollte, hier auch einen gewissen Spielraum einzuleiten, einzuräumen. Und jetzt ist es eben tatsächlich so, dass man hier praktisch den langen Atem haben sollte, Schrägstrich müsste, um dann hier praktisch bis zum Final Peak, hier dem 21.05. durchzuhalten. Im Idealfall kippt der Preis hier deutlich unter 0,70 ab. Bis dahin, das wäre dann praktisch die absolute Erfüllung dieser saisonalen Annahme und dann hätten wir hier im Handelsjahr 2015 sozusagen den nächsten grünen Balken zu sehen, im Sinne dessen, dass hier die Short-Tendenz aufgegangen wäre. Ob es so kommt, mal abwarten. Es kann natürlich immer auch wieder anders kommen und der kleine Haken an dieser saisonalen Tendenz ist eben der, dass hier die Historie gerade mal bei diesem Währungspaar eben aktuell für dieses Zeitfenster im Sinne des Short-Engagements gerade einmal 10 Jahre zurückreicht. Das sind 10 Ergebnispunkte und die sind rein statistisch durchaus etwas schwächer anzusehen. Man geht hier oder man darf erst ab circa 30 Wiederholungen hier eine gewisse Rhythmik erkennen sozusagen und das ist genau das, wo man hier noch eine gewisse Vorsicht an den Tag legen müsste. Ob das in den nächsten 20 Jahren dann sich weiter so verhält, dann haben wir oder hätten wir in jedem Falle schon mal saisonal gesehen eine klarere Aussage. Dennoch zurück zum aktuellen Geschehen. Wie gesagt, das sieht ganz gut aus, dass wir hier weiter nach unten kippen und dies auch unabhängig dessen, dass wir hier, und das können Sie sich auch nochmal gern anschauen, hier im Wochenchartintervall, hier im Vormonat eine Art Bullish Hammerkerze am unteren Bollinger Band hatten. Wie wir sehen, die Tendenz war es hier zum Ende des Monats, das Paar im Fokus zu halten, gestaltete sich letztlich kein Bullish Hammer. Sprich, der Hammer hat hier oben einen kleinen Kerzenkörper. Das kam nicht dazu. Wir haben vielmehr einen Longledge Doji, also hier eine Unsicherheitskerze mit sehr großen Ausschlägen. Und dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass es jetzt hier zu einer Umkehr kommt. Was wiederum auch hier das Risiko erhöht, dass der Markt jetzt hier eben durchaus nach unten abfällt und hier entsprechend die Marke von 0,70 aufgibt. Das Niveau von
0,72, 0,73 hier hätte, wenn die Hammerkerze denn geglückt wäre, durchaus ein schöner Impuls werden können, um hier eine sehr, sehr anständige Erholungsbewegung zu fahren. Doch dies ist, wie gesagt, aufgrund der Monatskerze der abgeschlossenen eigentlich on acta zu legen. Widmen wir uns da jetzt mal den Intraday-Verlauf. Wir sehen die Verluste der Vortage und haben jetzt hier im Bereich um 0,7225 inklusive bei 0,7223, da liegt der heutige Daily Pivot Point, eine sehr schöne Resistance Zone, um praktisch für den Fall, dass der Markt hier diesen Pivot Punkt ansteuert, ein Short Engagement einzugehen. Wenn man dies tut, sollte man sich hier im Intraday-Bereich spätestens oberhalb des gestrigen Tageshochs, Schrägstrich hier des Hochs vom Donnerstag, speziell 0,7280 absichern, aber das könnte sich hier nochmal als sehr schöne Gelegenheit herausstellen, um praktisch dieses Ausbruchslevel vom Vortag, das Niveau von 0,7220, was wir hier praktisch auch in der Retroperspektive, wenn wir uns aus dem Chart ein Stück weit raus scrollen, sehr, sehr schön sehen können, um sich hier praktisch nochmal Short einzukaufen, wenn man eben auch der Annahme ist, dass das Währungspaar fallen könnte. Diese Annahme sollte man sein, falls man es nicht ist, sollte man auch hier nicht agieren, sondern sich hier natürlich nach seinem eigenen Setup und Credo orientieren. Die saisonalen Vorschläge sind, wie gesagt, Anhaltspunkte, Indikationen, um hier praktisch mögliche weitere Ableitungen zu treffen. Das Paar selber, für meinen Geschmack, wie gesagt, hier definitiv in einem Abwärtsmodus, der sich auch durchaus weiter fortsetzen sollte. Ob es hier zu Preisen unterhalb von 0,70 kommt, werden wir zeitgerecht auswerten. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Jetzt nochmal zum Abschluss ganz kurz die Wochentagsstatistik. Da sehen wir hier im Sinne dessen, dass das Währungspaar auch schon lange unter Druck steht. Keinen einzigen Handelstag, wo wir hier enorme Pluszeichen am Tagesende zu verstehen oder versehen haben. Speziell hier der Donnerstag und Freitag sehr schwache Tage, heute 47%, auch keine große Hausnummer. Aber geben Sie mal Obacht, morgen haben wir EZB-Tag, ausnahmsweise am Mittwoch. Da wird es im Übrigen auch den EZB-Live-Trade wieder geben. Schauen wir uns dann mal an, was sich der Markt da hier einfallen lässt. Euro gegenüber British Pfund, letztlich weiter hier ganz klar ein Short-Kandidat. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen JFD-Devisenradar. Nachher wieder das JFD Live Trading TV zum DAX und anderen Titeln. Ich freue mich drauf, wenn wir uns da nochmal wiederhören. Ansonsten sage ich jetzt erstmal beste Grüße und noch einen schönen Handelstag.